So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir müssen hier in dieses Grab mal rein. Bevor wir jetzt aber halt dort diesen zuvor ausgespähten Eingang jetzt einmal nehmen, will ich mal gucken, ob wir uns nicht hier einfach durchprügeln können. Ne. Okay. Also dann doch. Aha. Danke für den Hinweis. Okay. Bis jetzt haben wir nur einen Weg. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt haben wir einen zweiten Weg. So, Besonderheit. Wir haben hier Schalen, die wir anfackeln können. Aber das ist es nicht. Das ist es, was ich suche. Haben wir einen Mechanismus. Okay. Das wird bestimmt nicht reichen. Hier unten ist nichts. Aber wir haben mal noch eins gesehen. Gelöst. Wollen die jetzt, dass ich... Nee, Moment, von hier bin ich gekommen, ne?
Nee. Ja, ihr kleinen Arschlöcher. Soll jetzt da tauchen, ja? Oh nein, das Ding ist auch nur unterirdisch. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Komm, raus, 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 raus. Das Ding ist durch. So. Jetzt gehen wir mal in unsere Main Quest nochmal rein, die wir jetzt machen wollten, also diese Special Quest. So, sind wir hier. Haben wir hier noch nicht? Doch, hier sind wir mal kurz irgendwie durch. Offensichtlich. Okay.
ich sehe, trägst du das Zeichen des alten Siva. Ist das ein echtes Magi-Abzeichen? Wie viel willst du dafür haben? Siva ist meine Heimat. Es ist nicht zu verkaufen. Alles hier ist zu verkaufen. Besuche den Markt im Tal östlich von hier. Da gibt es Schätze aus Siva. Nicht die üblichen Fälschungen. Da ist alles echt. Ich sehe mir gerne jeden an, der echte Schätze aus Siva verkauft. Bist du sicher, dass du das Abzeichen nicht verkaufst? Ach, egal. Suche den Stand unter dem Vogelnest. Du wirst mir danken. Okay. Gucken wir uns das doch gleich mal an. Ach, hier. Ach Gott, ja. Shadia. Sag ich dann nur. Das ist ihr Dorf. Das war halt so die Hauptquest von dem Krokodil. Der Stand befindet sich unter einem Haufen von Vogelnestern. Hier ist auch noch jemand, der eine Quest hat. Uns erstmal an. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist eine Priester, womit hat der Bursche das verdient? Das geht dich überhaupt nichts an. Tritt zurück. Dieser Novize bekommt nur, was er verdient. Ich diene Sobek. Ich diene Sobek. Ich bin sein Sklave. Junge, was hast du getan? Ich sollte 2 Goldfiguren von Sobek nach Kokidilopolis bringen. Doch mein Schiff sank vor dem Hafen am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich habe sie nicht gestohlen. Schweig! Und du, tritt zurück, Sehetti. Hey, droht mir nicht, Neb. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Gold-Sobeks. Wenn er lügt, überlasse ich ihn euch. Mhm. Ich sehe mir diese große Oktere an. Die Götter zu bestehlen, ist die schlimmste Form der Blasphemie. Okay. Aber erstmal gucken wir uns mal den Stand an. Und dann geht's dorthin. Ach Gott, hier ist auch wieder ein Schätzchen. Ein cooler Markt. Nick Ennis. Ja. Fight position, get it. Hast du von dem neuen Stand mit Schätzen aus dem Tempel von Siva gehört? Aus einem Tempel? Bist du verrückt? Ich kaufe nichts, das einem Gott gestohlen wurde. Warte, sind sie echt? Was glaubst du, warum es so teuer ist? Ich würde mein Leben geben für ein Ankh von Amun. Gleich mal die Papyrus mit. Oder haben wir jetzt einfach mal geklaut? Da.
Willkommen. Wir haben viele einzigartige Schätze zu verkaufen. Interessiert? Das soll echt sein, aber es ist eine Fälschung. Und keine sehr gute. Nicht gefälscht. Es ist echt. Interessiert? Ist das dein Stand? Ja, meiner. Viele einzigartige Schätze aus dem fernen Siva. Keine Fälschungen, keine Nachahmungen. Hast du auch etwas Echtes? Das sind doch sicher nicht deine besten Stücke. Was soll das heißen? Sie sind echt. Ich habe Wertvolleres in meinem Lager. Ich bring dich hin. Nicht weit von hier. Du folgst mir. Dieses Matcher-Abzeichen ist nicht sehr gut. Weißt du, wir haben bessere. Interessiert? Das gefällt mir. Und deine anderen Schätze, sind die auch gefälscht? Ich sag doch, nicht nachgeahmt. Ach, woher weißt du es? Meine Schätze sind nicht wirklich echt, aber auch nicht wirklich falsch. Meine Mutter hat auf jeden Fall auch echte. Hey, ich habe ein Geheimnis. Ich war einst ein Magi in Siva. Ich habe die echten Sachen gesehen. Oh, wie gemein. Ich habe sie selbst gemacht, weißt du? Hat noch keiner gemerkt. Keine Sorge. Es sind gute Fälschungen. Ich sag's niemandem. Sie sind nicht falsch. Warst du wirklich ein Magi? Vielleicht bist du falsch. Hey, du bist ein vorlautes Kind. Mal sehen, was deine Mutter hat. Wir gehen den Kanal entlang. Geh vor. Ich ahme dich nach. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Meine Mutter! Oh nein, was sollen wir tun? Da stimmt irgendwas nicht. Hab keine Angst. Du hast Glück, dass ich echt bin. Bleib hier und versteck dich. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ups. Nimm alles, was du willst. Wie schon gesagt, ich habe kein bisschen Geld. Aber ich habe einzigartige Schätze aus Siva. Mutter, er ist kein Bandit. Er ist mein Freund. Du hast uns gerettet. Ich schätze, du bist wirklich echt. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Er hat uns gerettet? Dann müssen wir ihm etwas geben. Wir zeigen uns immer erkenntlich. Vergessen? Ich habe etwas. Hier. Die echte Imitation eines Repesh aus Siva. Es ist selten. Wird nicht mehr hergestellt. Nimm es. Als Zeichen unseres Dankes. Mutter, er weiß schon Bescheid. Danke. Eine Ehre. Ja, ich sehe es. Es ist wirklich echt. Solche gibt es kaum. Mögen deine Jahre glücklich sein. Ui. Nettes Schwert. Ey, verflucht. Was will ich dich? Damit kann ich nicht umgehen. So.
So, dann gehen wir jetzt erstmal dort ein bisschen tauchen und dann gucken wir mal, ob wir die Statuen von diesen einen Novizen. So, ja, gib mir mal dein Boot. Vergib mir. Okay, Quest. Sobex Gold. Ein frisches Wrack, das könnte es sein. Eine goldene Sobek-Statue. Wunderschön. Genau wie der Junge gesagt hat. So, das war Nummer 1. Dann kommt jetzt Nummer 2. Eine goldene Sobek-Statue. Sie ist wunderschön. Der Junge sagt die Wahrheit. Ich sollte die Gold-Sobeks zu diesem abscheulichen Priester bringen.
schnell noch das Leder holen. Nein, nicht gegenfahren. So. Sobek straft Ungläubige schnell und hart. Seine vielen Zähne werden die Unwürdigen zerreißen. Priester, ich habe eure wertvollen Gold-Sobeks. Euer Novize sagt die Wahrheit. Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur, wie feige ihr seid! Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Zicherti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Wachen! Was? Ja! Du kannst nicht fliehen! Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. Sobek hat dieses Gold dir überlassen. Das war knapp. Kehre zum Tempel zurück oder zu deiner Familie. Du hast die Wahl. Möge Sobek mit dir sein. Was immer du tust, tu es ehrenvoll. Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen. Gut. Gut, gut. Dann machen wir jetzt hier mal einen Cut. Mal gucken wir mal, ob wir das nächste Mal zu den Fundsachen rüberkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann.